Guten Morgen! Ah nee, guten Abend, liebe Bewohner! Es ist Samstag, der 20. März, 19.26 Uhr auf Nimmerland! Heute gibt es eigentlich gar keine Neuigkeiten. Sag mal, hat sich noch jemand gestern im Fernsehen das Konzert angeschaut? Meine Lieblingsband war mit dabei und ich habe ihre Musik immer noch im Kopf. Ach du liebe Zeit, da rede ich wieder mal nur übers Fernsehen. Tut mir leid. So, damit sind wir für heute am Ende. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag. Ja Leute, herzlich willkommen. Euren Freunde, zurück zu Animal Crossing New Horizons. Ich weiß, ich habe gesagt Samstag immer, aber ich hatte heute, beziehungsweise die ganze Woche so lernlastig. Ich muss lernen, ja. 150 Vokabelkarten. Ich kann jetzt 112 ungefähr, ja. Ja, genau. Auf jeden Fall lernen und ich wollte heute Morgen Animal Crossing aufnehmen, ja. Aber Elgato dachte sich, nee, ich gebe dir kein Bild. Und somit fiel dann auch das Stream flach, ja, wo wir Pokémon Shiny hatten, ja. Und ich habe den ganzen Tag probiert, ja, das hat mich so viel Zeit gekostet. Also ich habe mich wirklich 2 Stunden hingesetzt. So, dann habe ich aber irgendwann aufgehört, weil ich muss ja lernen, ja, weil die Prüfungen sind sehr, sehr wichtig. Vor allem während Corona, ich will nicht absacken. Ja. So, jetzt, heute Abend, hat es dann mal wieder geklappt. Oh, Switch, Elgato, ich verstehe dich nicht. Auf jeden Fall habe ich hier ein Geschenk. Ein Jubiläumkuchen. Okay. Was haben wir denn noch hier drin? Oh, von Misuzu. Wenn das Inselleben erstmal zum Alltag wird, vergessen wir oft das Urlaubsgefühl des Anfangs. Doch mit einem Aufenthalt am Strand lassen wir es wieder aufleben. Hier ist ein passendes Präsent. Oh, bestimmt Strandtuch oder sowas. Bin gespannt. Ja, Leute. Animal Crossing ist jetzt 1 Jahr alt. Deswegen haben wir jetzt hier sowas bekommen. Ja, coole Torte auf jeden Fall, coole Torte. Und was haben wir von Misuzu bekommen? Ein Aquariumkugel. Die ist hübsch. Jetzt bewegt sich der Werber. Okay, was können wir hiermit machen? Ausmachen und an. Okay. Hey Leute, es gibt wieder ein kleines Serien- und so Update. Generell. Aber ich dachte mir, komm, wir gehen jetzt erstmal zu den Läden. Es scheint nicht heute, also gestern wollte ich eigentlich aufnehmen, ja, da war der erste Aufnahmetermin, weil ich das Wochenende wirklich nur lernen wollte. Das hat aber leider auch nicht funktioniert. Da hat es nur geleckt, wirklich die ganze Zeit geleckt. Ich wusste nicht mehr mit mir anzufangen. Wirklich, es hat mich auch genervt, wirklich. Habe ich nebenbei die ganze Zeit Love Island geschaut, was aktuell ja wieder läuft, ne? Und ich finde es gar nicht so schlecht. Auch wenn die Quoten ein bisschen eingesackt sind, aber wahrscheinlich auch wegen Germany's Next Topmodel, finde ich es echt cool wieder. Ich finde es, also mir gefällt es wieder. Ah ja, es gibt ein neues Update hier, ne? Das Jubiläums-Update. Die Karten, die haben wir noch nicht. Ich werde sie mir auf jeden Fall kaufen, aber in Deutschland kann man die, glaube ich, noch nicht bestellen. Deswegen noch nicht. Und es gibt neue Design pro, so, ne? So ein Ding hier halt. Denn man kann jetzt nicht mehr nur noch 50 Muster haben, sondern 100, glaube ich. Oder 100 weitere. Also 150 oder 100 sind es jetzt insgesamt. Was mega cool ist. Das heißt, man kann viel, viel mehr Designs speichern und so. Finde ich mega cool. Das haben sie gut gemacht. Auch wenn das für mich halt unendlich sein könnte. Ne? Und das andere war Designertausch. Das ist dieses, ersetzt den Gang zu Tina und Sina. Denn sonst konnte man ja da nur an diesen Terminal von anderen Leuten die Designs nehmen. Und jetzt haben wir quasi so einen Katalog auf dem Handy. Eine schöne App. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja gut, Leute. Dann werden wir, obwohl wir gehen noch die Shops noch eben durch. Aber wir könnten wir schon mal mit etwas anfangen. KK, wir machen dich zum Schluss, ja? Cool. Denn am Donnerstag? Ich glaube am Donnerstag. Am Donnerstag gab es die Square
Enix Präsenz und die war teilweise echt gut. Ich hätte mir natürlich nur gewünscht, dass noch Kingdom Hearts irgendwas vorkommt vielleicht. Aber, obwohl so gut war sie für mich gar nicht. Ich habe eigentlich nur ein Spiel entdeckt, was ich gerne dann auf jeden Fall spielen werde. Und zwar ist das Projekt Attila. Es hat jetzt auch seinen eigenen Namen bekommen. Forspoken heißt es jetzt. Das ist eine Frau. Warte, ich zeige es euch mal hier. Da habt ihr ein Bild, während ich hier weiter laber. Genau, ist eine Frau, die erdbändigen kann, so gesehen. Also baumbändigen, holzbändigen kann. Was mega krass ist. Und der neue Trailer, der sah auch so gut aus. Ja, das war echt cool, wirklich. Also gefällt mir mega und ich freue mich wirklich, wenn dieses Spiel endlich rauskommt. Ich glaube, es kommt nächstes Jahr vielleicht raus. Die wollten halt nicht viel zeigen, haben sie dann in der Tat auch nicht wirklich. Aber es sieht wirklich so fantastisch aus. Wird es für die PlayStation 5 und für PC geben? Ich denke für PlayStation 5 ein Jahr früher. Vielleicht habe ich bis dahin auch eine PlayStation 5, falls ich mir eine kaufe. Aber erstmal brauche ich ein neues Handy dieses Jahr. Ne? Mit meinen 7 Plus kann man ja nichts mehr machen. ja, das war auf jeden Fall Forspoken. Und das war für mich auch wirklich das einzige Highlight da. Es wird auch noch Life is Strange 3 angekündigt. True Colors. Aber ich habe noch nie ein Life is Strange Spiel gespielt. Ich habe nur Let's Plays davon angesehen. Weil ich dachte mir, komm, da reichen auch Let's Plays, oder? Ja. Und ich glaube, ich werde es auch dieses... Oh nein. Ich werde es auch dieses Jahr nicht spielen, wenn es dann rauskommen wird. Ich finde es aber gut, dass die Episoden jetzt alle auf einmal rauskommen. Ja, dann hat man diese kacke lange Wartezeit nicht wie bei The Walking Dead oder so. Ich mag dieses Episoden-Ding nicht. Auch bei Final Fantasy 7, ja. Hätte ich keine Lust, dass das so episodenmäßig ist. Boah, das muss doch die Leute abnerven, oder? Also, mich würde es ja richtig nerven, wenn ich nicht weiterspielen kann. Da gibt man schon 60 Euro für so ein Spiel aus und dann kann man nicht weiterspielen, sondern man muss warten. Wie in Animal Crossing, da muss man auch immer warten. Warten. Mann. Wir hatten, glaube ich, das schon, ne? Saunahaufen. Ja, okay. Dann würde ich sagen, gehen wir ins Wasser so lange. Wo haben wir denn hier meinen Tauchanzug? Tauchanzug. Ich weiß nicht, wie man das Inventar öffnet. Dame ist. Und tragen. Tada. Dann gehen wir mal rein. Nicht angeln. Was leuchtet da? Ach, der Geldbaum. Ja, interessiert mich halt eh nicht mehr. Dann. Kommen wir jetzt zu den Serien, also das waren wirklich die einzigen Spiele und es gibt eine Tomb Raider Collection. Die werde ich mir wahrscheinlich zulegen, denn ich habe noch kein Tomb Raider Spiel gespielt. Ich habe zwar Let's Plays gesehen, aber die sind schon sehr, sehr lange her. Bestimmt 4 Jahre oder so, keine Ahnung wann es rauskam auf jeden Fall. Und es war schon cool. Ich weiß nicht, ob das was für mich ist. Ich will wahrscheinlich sowas ähnliches wie jetzt Star Wars Jedi Fallen Order werden. Aber, naja. Ja gut, dann kommen wir am besten zum ersten Anime, den ich fertig geschaut habe. Und zwar ist es Burn the Witch auf Crunchyroll. Ursprünglich sollte diese Serie ein Film sein, aber Crunchyroll hat einfach daraus 3 Episoden gemacht, die wirklich cool sind. Es geht um Hexen, die Drachen jagen, so gesehen. Und das Ganze spielt in England, also in London tatsächlich. Den Big Ben sieht man sehr oft und so. Sieht man den ja auch auf dem Bild? Ne, ich glaube nicht. Doch rechts, oder? Ist das Big Ben? Ich glaube schon. Auf jeden Fall geht es da um das Hexen, die Stadt vor den Drachen beschützen, so gesehen. Und die Menschen, die wissen auch von der Existenz der Drachen, was ich auch cool finde, und von den Hexen auch. Das ist wirklich sehr cool, wirklich. Also... Ich dachte am Anfang, nur 3 Episoden, da kommen da bestimmt noch mehr Episoden, oder? So, dann habe ich durch und dann lese ich die Kommentare. Oh, schade, dass es jetzt schon vorbei ist. Und ich dachte mir so, was? 3 Folgen für ein Anime? Das ist doch ein Witz. Das ist ein Witz, aber es ist ein Spiel, es ist halt ein, es sollte halt ein Film werden, ne? Und wenn man dann jede Folge 25 Minuten hat, kommt das tatsächlich auch auf eine Filmlänge hin.
tatsächlich, leider. Also, das ist wirklich eine coole Serie, also kann ich nur empfehlen. Mit deutscher Synchronisation. Die könnt ihr aber nur mit Premium schauen, die habe ich halt in Premium geschaut. Wegen Detektiv Conan, da habe ich mittlerweile auch die erste Staffel durch. Und ja, Burn the Witch ist auf jeden Fall eine kleine Empfehlung von mir. Ist richtig cool. Zwei Hauptcharaktere, die man so, glaube ich, noch nie wirklich als Hauptcharaktere gesehen hat. Die sind ziemlich einzigartig, finde ich. Beide. Ich weiß nur die Namen nicht mehr, Leute. Leute, ne? Aber jetzt habe ich auch eine Ausrede, ja? Die ging nur 3 Folgen, ja? Da kann ich mir die Namen doch nicht mehr merken. Ne? Also, wirklich. Ich habe ja immer noch Riverdale-Probleme. So langsam geht's auch in Riverdale. Oder Walking Dead, weißt du, 7 Staffeln und ich weiß nicht mehr, wie der tote Negan da vor Maggies Augen getötet hat. Heißt. Das ist schon peinlich, ne? Ich weiß. Ja, auf jeden Fall Burn the Witch auf Dings. Oh Gott, das ist nicht dein Ernst hier. Okay, geh da mal hoch und dann runter. Super. Super. So. Zack. Und zu guter Letzt, Leute, die erste Staffel Inuyashi. Yashahime. Die Tochter von Kagome und Inuyasha und die zwei Schwestern Setsuna und Toba. Beziehungsweise Halbschwestern, weil das sind die Töchter von Sesshomaru. Oh Gott, ich kann den Namen nicht aussprechen. Sesshomaru. Ja, auf jeden Fall den. Da hinten links sieht man den doch sogar. Da neben dem Baum stehen. Ganz hinten. Oh. Das ist echt ein cooler Anime. Ich dachte eigentlich, dass das wieder Detektiv Conan wird und jede Woche eine neue Folge. Aber nein, die erste Staffel ist jetzt beendet. Das ist jetzt die erste Staffel gewesen. Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen die hat. Ich glaube 25 oder so müsste es jetzt schon mittlerweile haben. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Auf jeden Fall handelt es halt um die drei Halbdämonenschwestern, wie sie versuchen, die Bösen da zu besiegen. Nee, schon gut. Wirklich cool. Ich freue mich auf die zweite Staffel. Die wurde auch schon angekündigt. Wird mega gut. Also scheint auch gut zu laufen. Ne? Scheint auch gut zu laufen. Ah ja, es wurde ein Tomb Raider Anime angekündigt. Und die Dreharbeiten laufen zu hier Tomb Raider. Also die Realfilm-Verfilmung mit Alicia. Oh, ein Perlwood. Schön. Nee, reinlassen. Brauche ich nicht. Okay, dann machen wir das auch wieder weg. Sonst, wie gesagt, in dem Crossing, der jeden Samstag kommt, ab nächster Woche fangen auch die Streams regelmäßig an, weil dann habe ich meine Arbeiten durch. Ich schreibe nämlich nächste Woche 2 Klausuren, Montag und Donnerstag. Und deswegen war das jetzt mit den Streams ein bisschen blöd. Wird gelaufen. Aber ich konnte ja nicht wissen, dass ich so viel lernen muss, weißt du? Und es war nervig. Und es ist immer noch nervig zu lernen. Ich hasse Lernen. Aber ich habe jetzt einen guten Lernrhythmus gefunden für mich. Ich habe im Internet ein bisschen so nach Tipps geguckt. Und man soll halt wirklich nur lernen, wenn man motiviert ist. Und die Motivation geht meistens nach 20 Minuten Lernen komplett flöten. Und ja, ne, dann habe ich da halt auf die Tipps gehört. Ich habe 20 Minuten gelernt. Und 30 Minuten Love Island geschaut, weil ich musste noch Folgen nachholen. Und so habe ich das den ganzen Tag heute gemacht. Und wirklich, es ist richtig gut. Also, diese Lernerfahrung, die nehme ich mir auf jeden Fall mit. Die lerne ich jetzt jedes Mal. Ich muss mir noch Karteikarten wieder machen, für Donnerstag noch. Aber die mache ich wahrscheinlich morgen früh, am Morgen früh, ich nochmal alle Vokabelkarten durch für Montag. Und dann mache ich die Vokabelkarten fertig für Donnerstag, weil, boah, dann muss ich ja dann Montag, Dienstag, Mittwoch, 3 Tage hätte ich dann Zeit zum Lernen. Und, ja, und wenn ich dann Montag erst mit den Vokabelkarten anfange, fürs Lernen, dann wird Montag nichts mit Lernen, sondern eher nur Dienstag und Mittwoch. Und das wäre mir, glaube ich, etwas zu stressig, vor allem ich habe ja auch dann noch den ganzen Tag Schule. Jetzt hatte ich ja, noch hier
Wochenende, ne? Muss man ja auch bedenken. Beziehungsweise Uni bis 15 Uhr. Schrecklich, sage ich euch. Schrecklich. Homeoffice. Ich hasse es. Obwohl ich übel ist, weil ich dann die Anfahrt nicht habe. Und die Rückfahrt. Ich muss Autofahren lieber, aber das spart mir Zeit. Auf jeden Fall muss ich auch noch irgendwann zum Friseur. Ich denke, ich gönne mir das einfach am nächsten Samstag. Ich glaube, ich gönne mir das wirklich. So, nach den ersten zwei Klausuren kann man ruhig zum Friseur gehen, meine ich, oder? Dann wird es wahrscheinlich den Stream etwas später geben. Denn ich fahre immer gern nach Düsseldorf zum Friseur. Aber ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist, weil früher war das so, also vor Corona, dass man keine Termine machen musste, sondern wer da ist, der wird auch behandelt. Ich weiß nicht, wie es da jetzt läuft. Ob das immer noch der Fall ist? Ich weiß es nicht, aber ja, ich würde gern nochmal zum Friseur gehen. Und wenn bis dahin halt schon alles wieder zu hat, dann sage ich halt, okay, dann lasse ich meine Haare halt weiter wachsen. So. Das ist so mein Plan. Mein Plan. Ja gut, Leute, dann holen wir uns das hier noch. Sonst gibt es aktuell nicht viel zu labern. Außer dass ich hier nichts finde. Oh, freilassen. Joa. Ne? Leute? Ah ja, stimmt. Wir wollten zum KK-Konzert. Da gehen wir jetzt noch schnell hin. Hören wir nochmal zum Abschluss noch schöne Musik. Da freuen sich auch die Entwickler, ne? Dass wir das würdigen. Und heute? Und gleich gucke ich The Voice Kids. The Voice Kids, ne? Mega gut, sage ich euch. Also, boah, das sind ja die besten Sänger tatsächlich diesmal dabei. Wirklich. Gefällt mir mega. Und vor allem die Coaches, die singen die ganze Zeit für die. Was ich mega cool finde, wenn zum Beispiel Alvaro dann auf einmal Vincents Lied auf Spanisch singt. Oder auch von Silbermond das Lied auf Spanisch singt. Gott, das ist echt eine schöne Jury diesmal. Wirklich. Also Juroren. Finde ich mega geil. Mega. Was geht bei dir, Moritz? Immer eine Freude, dich im Publikum zu sehen. Also, Lust auf einen Song? Ja, gern. Coole Sache. Das irgendwelche Wünsche? Ich kann einen alten Klassiker ausgraben. Oder du verrätst mir, wie du gerade drauf bist. Und ich spiele dir was Passendes. Oh, das schade. So, hier ist also nach guter Musik, hm? Ja, gerne. Gute Sache, dass irgendwelche Wünsche. Ich kann einen alten Klassiker, bla bla bla. Okay, überrasch mich. Der Künstler so wählen, hm? Kuh. Da hab ich was für dich. Setz dich und schon geht's los. Wuff, 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 wuff. Buschke, ich will neben dir. Gut, der Kasten ist gestürmt und es kann losgehen. Da, 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 da. Wieso steht man eigentlich immer auf? Das habe ich noch nicht verstanden. Oh,
Nintendo. Ach, Leute, war das nicht schön? Das war doch ein schönes Ständchen, oder? Bestes Publikum aller Zeiten hier. Hast was? Schenk dir was. Oh, da ist die Tasche voll. Ja, sorry. Ich weiß nicht, ob es hier neue Saison-Dinger-Items gibt. Ich guck mal eben ganz kurz nach. Vielleicht können wir auch was hier reinschmeißen. Nee, mit dem will ich nichts. Ist kein Mülleimer oder was? Aber ist das leicht. Noch Shopping. Da haben wir jetzt noch nicht geguckt, ob es irgendwas Neues gibt. Nee, aber eine Switch Lite gibt's jetzt. Oder gab's die schon vorher? Weiß ich nicht. Oh, die gibt's immer noch, okay. Nee, gibt nichts Neues. Okay, Leute, dann würde ich sagen, das war's mit diesem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann, wenn dann Samstag wieder zu Animal Crossing oder morgen bei Star Wars City Fallen Order, ne? Bis dann, euer Kamito. Haut rein und viel Spaß.